Man geht herein, wählt die Produkte, rechnet die Preise zusammen und wirft das Geld in die Kasse. Ich habe vor einem Jahr die Schmankerlhütten gegründet. Die Schmankerlhütten ist ein Selbstbedienungsladen, wo man von Montag bis Sonntag 0 bis 24 Uhr einkaufen gehen kann. Es ist irrsinnig schwierig, hier im Waldviertel seine Produkte zu vermarkten. Es fährt keiner um ein Backel Eier in das eine Dorf und um eine Stangelwurst in das andere Dorf. Da ich selbst Bäuerin bin, selbst Direktvermarkterin bin, ist die Idee entstanden, dass man das zentralisiert. Mit anderen Bauern, mit anderen Direktvermarktern, Milch, Brot, Eier. Mit 9 Direktvermarktern haben wir gestartet und mittlerweile sind wir 42. Es gibt viele positive Rückmeldungen, eben dadurch, dass man jederzeit einkaufen gehen kann. Das schätzen die Kunden sehr. Da kommen im Sommer die Kinder herüber und holen sich das Eis, bis zu älteren Personen, die was sagen, sie möchten halt einfach wissen, wo ihre Produkte herkommen aus der Region. Wenn ihr mal gute Schmankerl aus der Region haben wollt, dann kommt es am besten zu uns in die Schmankerlhütten nach Grabenschlag.